Wir haben direkt noch eine Eilmeldung, dieses Mal auf dem Ersatzkanal, und die ist leider nicht so in Anführungszeichen lustig wie die gerade eben auf dem Hauptkanal, sondern eher höchst bedenklich. Die Quelle dafür ist die Tagesschau, ist unten verlinkt, und was soll ich euch sagen, es wird mal wieder eine Verschwörungstheorie wahr. Worum geht es dieses Mal? Der Bundesrat hat nun ebenfalls die sogenannte höchst umstrittene Bürgernummer gebilligt. Was ist das? Ja, wir alle haben eine Steuernummer, damit wir auch effizient abgezockt werden können. Klar ist ja unser gemeinsamer Beitrag nur zu unserem Besten, dass etwa 70% unseres Geldes kurz dann eingesackt werden und in irgendwelchen dubiosen Kanälen unter anderem versickern. Aber logisch, darf man ja auch nicht mehr kritisieren, ist ja alles böse und gemein. Darum soll es jetzt nicht gehen. Diese heilige Steuernummer, die man braucht, um unser Geld zu bringen, die soll nun zeitgleich auch noch an 50 oder an etwa 50 weiteren Stellen Anwendung finden und für eine eindeutige Zuordnbarkeit sorgen. Ja, 1984 ist ein Scheiß dagegen. Ich weiß, einige andere, gerade skandinavische Länder, machen das schon. Da gibt es dann immer die Fraktionen von wegen, ist doch nicht schlimm, ist doch praktisch, hab ja nichts zu verbergen. Die Sache ist nur, so einfach ist es nicht. Denn zum einen gibt es große Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung. Das hat unter anderem die FDP kritisiert, aber auch die anderen Oppositionsparteien im Bundestag haben da doch harte Kritik geäußert. Und weiterhin schlagen Datenschützer Alarm, und zwar bereits seit Monaten. Das ist jetzt absolut nichts Neues. Die Debatte, die gab es ja schon, und es ist ziemlich, wie ich finde, bedenklich, dass es a. durch den Bundestag gepeitscht wurde und b. auch noch vom Bundesrat gebilligt wurde. Eigentlich hätten die da intervenieren müssen, haben es aber nicht getan. Also kann man davon ausgehen, da kommen dann bald die Gerichte und dürfen sich damit beschäftigen, was wieder einen Haufen Steuergeld kostet. Aber das ist noch das kleinste Übel. Kommen wir mal zu dem, wofür diese Nummer nun künftig dienen soll. Aus dem Innenministerium kommt tatsächlich die Aussage von einem dortigen Staatssekretär, dass die, haltet euch fest, Pandemie-Mimi ja gezeigt hat, dass die Verwaltung dringend eine Digitalisierung benötigt. Ach so, man drückt den Bürgern jetzt Nummern auf, wie einer blöden Schafsherde, und argumentiert das dann, rechtfertigt das dann mit der Pandemie-Mimi. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das für den einzelnen Bürger in diesem Land für Vorteile bringen soll. Man stellt sich hin und erzählt, ja, das würde dann einfacher, weil man Unterlagen ja nur noch einmal einreichen muss. Gleichzeitig wird immer mitgeteilt, es gibt ja keine zentrale Speicherung angeblich. Das beißt sich jetzt so ein bisschen. Auf der einen Seite erzählt man ganz, ganz groß, da muss man Geburtsurkunden nur einmal hingeben und dann dürfen die anderen das abfragen. Auf der anderen Seite sagt man aber laut Tagesschau unten verlinkt, jetzt soll keine zentrale Speicherung stattfinden, es geht nur um Zugriffsrechte. Ja, wollt ihr mich verarschen? Also es tut mir leid, wenn man da zentral drauf zugreifen kann von etwa 50 unterschiedlichen Stellen, unter anderem der Führerscheinbehörde, was war noch aufgeführt, der Rentenkasse, oh Gott, Dutzende, die Waffenbehörden waren aufgeführt, also was auch immer die mit einer Steuernummer wollen oder was die Führerscheinbehörde mit einer Steuernummer will, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Wenn die da drauf zugreifen können, dann muss es ja zentral gespeichert werden, geht ja gar nicht anders. Aber gut, das sind jetzt technische Details, wo das Internet Neuland ist, möglicherweise haben sie das wirklich nicht mitbekommen. Sie versuchen das aber jetzt tatsächlich mit der Pandemie-Mimi zu rechtfertigen. Ja, wie fast alles, was momentan durchgepeitscht wird. Wir brauchen da mehr Überwachung und da ein bisschen mehr Kontrolle, dort ein bisschen mehr Einfluss, weil wir müssen ja das Virus bekämpfen. Und da in dem gleichen Zug können wir euch auch allen noch eine Nummer aufstempeln. Das machen wir ja alles nur zu eurem Besten, denn die Pandemie-Mimi hat ja gezeigt, dass wir es brauchen. Schön, oder? Angeblich, haltet euch fest, da habe ich auch erstmal noch schief grinsen müssen, angeblich ist es ja freiwillig. Das bedeutet, es soll so sein, dass man explizit zustimmen muss, dass diese Nummer, naja, allgemein verwendet wird. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, wie lange bleibt denn das so? Und auf welchem Wege findet diese Zustimmung statt? Wie lange dauert es, bis das vielleicht umgekehrt wird in eine Widerspruchslösung? Und wie lange dauert es von da an, bis diese Widerspruchsmöglichkeit einfach gänzlich abgeschafft wird? Ja, das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik, das ist ganz klar, ist ja auch noch kein geltendes Recht. Wenn man sich aber die Entwicklung aktuell anschaut, dann sollten sämtliche Alarmglocken läuten. Und das tun sie ja nun nicht nur bei Oppositionellen, sondern eben auch bei Datenschützern ganz massiv. Und trotzdem scheint es niemanden zu interessieren. Trotzdem versucht man das Ganze als Fortschritt, als irgendwas Tolles zu verkaufen. Wenn man die Verwaltung tatsächlich digitalisieren wollen würde, hätte man dafür bereits alle Möglichkeiten. Jeder hat die Möglichkeit, seinen Ausweis beispielsweise freizuschalten für irgendwelche Online-Dienste. So, damit kann man sich doch ganz problemlos bei jeder Behörde legitimieren. Würde also bedeuten, dass man einfach nur den Behörden die entsprechende Infrastruktur hinsetzen muss, damit die so eine Legitimierung über einen Ausweis, was jedes Postident-Verfahren kann, was man bei fast jedem Internetanbieter mittlerweile machen kann, damit die das durchführen können, damit man eben nicht mehr auf die Behörde spazieren muss. Dafür braucht man, es tut mir leid, keine Herdenmarkierung, keine Nummer aufgestempelt.
was ne, vielleicht dem Überwachungswahn Genüge tut, was aber tatsächlich null Mehrwert schafft. Denn was spricht denn dagegen, das einfach so abzuwickeln mit dem Identifikationsnachweis, wie das in der privaten Dienstleistung oder in der privaten Wirtschaft seit Jahren gemacht wird? Ja, gar nichts eigentlich. Aber natürlich, offensichtlich genügt das unseren Damen und Herren Politikern nicht. Und auf mich wirkt das so, als würde man sein Menschenbild mal wieder raushängen lassen, nämlich, dass die Wähler in diesem Land nichts weiter sind als dummes Stimmvieh, das man melken kann, bis sie umfallen, und dass man, bei denen man sich dann alle paar Jahre mal einschleimt, damit sie zur Wahlurne schreiten, damit einigermaßen so ein bisschen die Zustimmungswerte in den Umfragen passen, und was nicht passt, ich meine, hat man in der DDR einfach passend gemacht. Naja, in Deutschland im Jahr 2021, ein Land, in dem wir gut und gerne leben, das beste Deutschland, das wir jemals hatten, um Steinmeier zu zitieren. Ein abschließendes Urteil dazu überlasse ich an der Stelle einfach mal euch.